Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Ghosts and Goblins. Copyright 1986 bei Capcom. Spiel ist auf X-Plattformen erschienen, ich kann die jetzt gar nicht alle aufzählen. Scheint also ein gutes Game zu sein. Ich glaube, ich habe es noch nie gespielt. Mal schauen. Oh ja, ich glaube, ich habe das schon gespielt. Mal kurz überlegen, ich glaube, ich habe das schon gespielt, nämlich auf der Switch, Nintendo Online, da gibt's das, okay, ganz vergessen, dass ich das schon kenne, die Grabsteine kann ich nicht hüpfen, okay. Ja, ich hatte das ganz gut in Erinnerung. Es war jetzt nicht der Burner, aber ich habe das ganz okay in Erinnerung. Mal schauen, ob mir meine Vorfahren ein bisschen was bringt. Ich habe es recht schwer in Erinnerung. Geh weg, Pflanze! Aki, come on. Vielleicht Feuer. Naja, warum kann ich da alles? Ah, ich habe nicht schießen können, dann würde ich drüber hüpfen und tot. Warum konnte ich jetzt nicht schießen? Keine Ahnung. Ja, ich weiß, das Spiel muss ewig lang sein. Ewig lang hier. Das irgendwer schon durchgespielt von euch, Leute? Haut mir mal in die Kommentare rein. Gibt's ja immerhin für die Switch. Vielleicht hat es dort schon jemand durchgespielt in letzter Zeit. Aber ich weiß nicht, ich glaube, es gibt bessere Beschäftigungen auf der Switch. Ja, zwei Spielermodus auf der Switch, den finde ich ja ganz gut, aber es gibt wirklich wenig, dass man richtig sinnvoll zu zweit spielen kann, finde ich. Also von den NES-Games jetzt, meine ich. Generell gibt es natürlich genug Zwei-Spieler-Games. Schnell vorangehen hilft hier anscheinend. Kommt einem weniger von hinten entgegen. Ah, okay, come on. Respawnt der? Nein, der respawnt zum Glück nicht. Oh, mit der Steuerung hier. Wow, ich hab's geschafft. Na bitte. Was sind das für welche? Come on. Und wieder von vorn. Na, nicht mal. Ja, ich habe ein bisschen weiter geschafft. Bisschen weiter bin ich schon auf der Landkarte. Naja, immerhin. Ein Leben habe ich noch. Ah, geh komm. Bringt das ganze Geld eigentlich? Kann ich mit dem Geld irgendwas kaufen? Oder sind das einfach nur schnöde Punkte? Geh weg, was ist das? Das soll verschwinden. Ah, ich hab fix hüpfen gedrückt. Ah. Okay. Continue gibt's da ja. Das war der dritte Punkt hier. Continue. Sehr gut. Geh ausgenutzt. Bringt er wahrscheinlich. Oh, er bringt was. Ich fange hier an. Gut. Ja, es ist randomly spawnender Gegner. Bin ich kein Fan davon. Letztens den Podcast von Instant Morn, oder wie auch immer man die ausspricht. Podcast über Videospiele gehört, haben sie sich unterhalten über
Spiele, die gut gealtert sind oder nicht, und ob man das überhaupt sagen sollte, gut gealtert. Und war ganz interessant. Da ist doch relativ viel altes Zeugspiel. Ja. Ob ich da jemals da durch diesen Wald komme? Geht schon weiter. Hopp. So, dann da. Wenn die eigentlich alle gleich hochfliegen würden, würden die auskennen, aber so. Was ist das da? Wenigstens wird mir immer das gedroppt. Kann der nicht einfach alle sterben gehen hier? Hey, come on! Puh, das war knapp. Ah, die Waffe war nicht so gut, die andere war besser. Wobei, ist ein bisschen nach oben. Ah! Geh weg! Ja. Oh, Endboss. Hurra! Der hat mich gekillt. Instant gekillt. Einmal habe ich ihn getroffen. Ah, ja. Kleine Grillparty hier. Okay, ich habe die Waffe, ist vor allem für den Endboss nicht ganz so praktisch. Man kann ihm nicht unendlich viel davon schießen, kommt mir vor. Na. Ja, zieht mal instant die Rüstung aus. Geld. Muss schnell durchgehen. Das ist wie im ersten Level. Einfach schauen, dass man schnell durchkommt und nicht stirbt. Player One, Game Over. Danke für die Info. Continue gleich noch. Es ist schon bockhart. Und hätte ich das nicht schon auf der Switch gespielt, wäre ich da sicherlich nicht in diesen zweiten Abschnitt gekommen, fürchte ich. Na ja, geh komm, bitte! Bah. Damit die Waffe auch nicht mehr zurückwechseln kann. Wenn man eine schlechte Waffenwahl einmal unabsichtlich aufgenommen hat. Hüpf doch, du Affe! Brenne! Ja, ich komme mit dieser Waffe nicht zurecht, das ist ein Jammer. Ich bereue es so sehr, dass ich die aufgenommen habe. Vor allem, dass man nach dem Tod nicht wieder mit der Standardwaffe anfängt, ist schon extrem ungewöhnlich. Ah je, yeah. Das bringt auch nichts, wenn ich die von hinten abschieße. Geld einsammeln. Ja, ich habe es eingesammelt. Ah, es kostet so viel Gold. Ah, warum schießt er nicht mehr? Ich kann es nicht unendlich schießen. Das ist so ein Mist. Nach 4 Mal ist aus oder so. Eins geht noch. Ja, schwer hält mich ja nicht ab davon. Schwer kann trotzdem noch ein gutes Spiel sein. Auch schweineschwer kann noch ein gutes Spiel sein. Kann ich kein Problem damit, solange ich irgendwie das Gefühl habe, es ist fair. Wobei das mit der Waffe
zipften mich schon eigentlich unendlich an. Eigentlich muss man da von vorne anfangen, weil ich glaube, mit der Waffe ist einfach fast unmöglich. So, da werden die abgefackelt da. So, schnell laufen, wenig schießen. Die laufen, wenig schießen. So, das ist die Devise hier. Ah, die kommen! Fast bis zum Endgegner. Ah, das ist eine gute Taktik. Einer geht noch. Einmal geht noch. Eins geht noch. Ich glaube, das muss ich auf der Switch nochmal ordentlich zocken. Ich freue mich, das super. Ah, dieser erste Part hier mit diesem Zeug, was runterfliegt, kann man den überhaupt irgendwie meistern? Ich glaube, da kann man sich einfach nur in Embryo-Stellung irgendwie hinlegen und hoffen, dass die nicht erwischen. So, da. So, da, ich gehe durch. Ich renne. Da kommt einer. Ich renne. Pflanze, tschüss. Ah, hab ich erwischt. Sie Millisekunde zu spät geschossen. Gut. Ja, ich möchte nochmal. Ich will nochmal. So, Embryo-Stellung. Ah, hat nicht geholfen. Geht noch. So, Kopf hergerichtet. So. Continue. Ich will es genau wissen. Hopp, hopp. Kann ich nicht sagen, warum, aber irgendwie macht Spaß. Außer das Sterben. Es ist schon ziemlich viel auswendig lernen, stelle ich gerade fest hier. Ah, Sekunde zu spät geschossen. Okay. Embryo-Stellung, einmal nach links gehen. Spur nach links und hier. Oder nach Spur nach vorne hinhockeln. Probieren wir das mal. Und. Nein, das geht auch nicht. Schon weiter und jetzt schnell durch. Abfeuern. Ah, geschafft. Eingesammelt. Jetzt kommt er gleich wieder von der Seite. Ja. Ja, gerade noch. Zweimal werfen und dann noch Bart auf die Schnauze und weggehen. Weißt du, wie soll das gehen hier? Mach ich nochmal? Ach, was soll's hier? Ja, immer, ich will einmal diesen Mist am Anfang schaffen, ohne einen auf die Schnauze zu kriegen. Ich werde besser, oder? Man merkt's. Ja, wo ich das sag, bin ich natürlich sofort am Ende. Ah. Ja. Noch einmal, ja, ich schon wissen. Haben wir schon. Nach dem mache ich aber wirklich Schluss. Spiele ich schon 15 Minuten. Nein, nimmer! Thank you.
So, dann komm an. Ah, so knapp. Geh bitte! Ich bin schon im Endlos und flieg noch so ein dummes Ding mir hinterher und killt mich. Komm, komm schon. Ja, geschafft. Ich fass es nicht. Ah, das ist ein Mist, ein Dummer. Hey, zum Glück gibt es hier unendlich Continues, ansonsten wäre es einfach nur nutzlos, das Spiel. Okay. Vorne stehen ist hier gut. Vor allem, dass ich nie wieder ein Extra bekommen gescheites. Aha, er killt mich, der Mist. Ja. Ich mag nochmal. Ja, wirklich das letzte. So warte, ihr wisst schon. Come on. Das kann ich wenigstens das erste schon. Ein paar Mal ohne zu sterben. Sehr gut, geschafft. Versenkt. So, schön durchraschen hier. Den da vernichten. Vernichten. Ja! Yeah! Doch noch geschafft, ey. Freut mich. Weil ich es noch nie gespielt. Okay, da schreibe ich noch ein Level. Gar nicht umsonst so oft portiert worden, das Spiel, oder? Hat irgendwie was. Ich kann nicht genau sagen, was es hat, aber. Ja, ich sag euch, was es ist. Die Steuerung funktioniert. Die Steuerung funktioniert richtig gut. Das ist es, glaube ich, einfach. Uah. Einfach mal da gescheit klettern. Pfeifers ist Geld, das braucht eh niemand, oder? Uah. Ah, jetzt zieht mich der natürlich die. Naja. Gott, die Steuerung so gelobt. Halt mich der von hinten an. Naja. Gut, nochmal. Geht noch. Ja, man kennt immer den Let's Plays, wie gut mir das Spiel gefallen hat. Also, wenn es nur 10 Minuten sind, dann war es eher so mau. Und wenn es länger ist, so wie hier. Und wie hüpfe ich da jetzt runter? Wie hüpfe ich da runter jetzt? Nur so, okay. Wie geht's jetzt weiter? Ah, ich hab nicht gewusst, wie es weitergeht. Blöder Mist. Der Dreck respawnt instant, diese blöden Gegner. Mist. Ja, fußresistent müssen wir bei den Game schon sein. Aber ich glaube, das bin ich. Ziemlich. Solange die Steuerung funktioniert. Das ist das Wichtigste. Ja, eine gute Steuerung, Leute. Das ist das Allerwichtigste bei einem Game. Ah, der hat mich jetzt ausgezogen, der Mist.
Die Pflanze habe ich übersehen, dass sie schießen kann. Puh, okay. Vielleicht zuerst mal die Pflanze platt machen und dann weiter. Ich glaube, das ist ein kurzer Abschnitt, ist eigentlich. Das ist eine reine Vermutung, ich habe keine Ahnung. Was für eine Überraschung. Was? Boah. Ah, ja, ja, ja. Wo fange ich jetzt an? Na, ich fange jetzt dort an, okay. Da war irgendwo... Das ist ein bisschen unklar, wo die Speicherpunkte sind. Also die Continue-Punkte. Also das mit dem Sprung zum Schluss, das war ja nochmal super hart. Ah, dieses... Diese Waffe ist einfach... Nicht gut. Nicht gut, diese Waffe. Ja, ich mache jetzt trotzdem Schluss. Das ist ein cooles Spiel. Wirklich. Ghosts and Goblins, zockt es. Zockt es wo auch immer. Zockt es am NES, zockt es auf der Switch bei Nintendo Online. Wow. Bin begeistert. Capcom, gute Arbeit geleistet, kann ich nur sagen. Ich werde mir da noch ein Save Game machen. Vielleicht spiele ich das dann später nochmal weiter. Ich sage mal danke fürs Zuschauen. Das war Ghosts and Goblins am NES. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich. Ich hatte wirklich Spaß. War ein super Game. Nach dem Desaster mit Ghostbusters 1 und 2 letztens habe ich das echt gebraucht. Da unten könnt ihr abonnieren, dann bekommt ihr jeden Tag ein neues NES-Game in eurer Postfach. Dort drüben könnt ihr gleich weiterschauen. Dann Kommentare, Leute. Ich freue mich immer besonders über Kommentare. Schreibt mir, wie ihr das Spiel findet, beziehungsweise wie es damals so war. Würde mich interessieren. Und natürlich Daumen hoch nicht vergessen. Daumen hoch ist wichtig. Danke, Leute. Ciao.